Unreal Engine 4 powered das Spiel von Tongush Bodur. Und zwar ist da unten ein kleiner Baum. Den sieht man kaum, weil der ganz unten ist auf dem schwarzen Bildschirm. Mein Name ist Kusukitz, ich spiele gern und das hier wird The Dead Tree of Ranchiona. Ich war mir jetzt nicht sicher, wie man das letzte Wort ausspricht, weil ich lese nur immer The Dead Tree of Ranchiona. Ja, wir sind ja schon ein paar Mal mit Tongush Bodur durch seine Welt gelaufen. Das ist ein neuer Teil, ein neues IP, Intellectual Property. Und wir legen gleich los mit dem Totenbaum von Ranchiona. Ich habe noch wirklich keine Ahnung, was mich hier erwartet. Wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr Gameplay, ein bisschen weniger rumlaufen. Was schade wäre, weil ich gerne rumlaufe. In dem Spiel. Und auch draußen. In der echten Welt. Die sich da befindet und natürlich auch hinter und vor. Egal. Wenn dir jemand wehtut, dann sei nicht verärgert, denn es ist das Gesetz der Natur, dass die Bäume mit den süßesten Früchten am meisten geschlagen werden. Das ist irgendwie richtig. Und irgendwie fängt das echt gut an. Genau, ich hatte gesehen, wir haben auch eine Figur hier drin. Aber erstmal gucke ich mich ein bisschen hier um. Da ist Ranchiona. Wir sollen wahrscheinlich dahin gehen. Aber natürlich, die Maus ein bisschen schnell heute. Dahin. Okay, eine dezente Art zu sagen, geh da nicht hin. Oh, mit Q habe ich die Autogen-Taste. Das lasse ich aber. Stattdessen gucke ich mir nochmal diesen schönen Berg an, der eben so schön in Szene gesetzt war und würde gerne zoomen, ob das da wirklich ein Eisenbahnwagen ist. Ja, ist eine Hütte. Okay, dann schauen wir uns doch mal hier um. Mit Füßen heute. Und entdecken die Welt, die sich hier auftut mit diesen wunderschönen kleinen Wolken. Are people strong? Debatable. When someone gets lynched, does anybody stand against it, whether they approve or not? That thought has been keeping me awake at night. I walk slowly, considering these thoughts. No need to rush like the child I used to be. I enjoy the view of my village. It reminds me of old times, of happy times. I remember every detail of my village. It's comforting to be home. The university in Craiova didn't change me, but it taught me that as time passes by, you lose faith in the old saying, things can't get any worse. Ja, wir sind anscheinend an der Uni gewesen, wieder zurückgekehrt zu unserer Heimat Ranchiona. Und schauen mal, was sich hier so geändert hat. Wahrscheinlich, also anscheinend gar nichts, weil er hat ja gesagt, alles gut in der Hut. Und dann sieht es so aus, als könnte ich da runter, aber was will ich da? Ja, genau, von Tongush Bodur. Englischsprachigen Support von Leuten, Musik von Beremeyer Peter. Schön, dass die Namen im Vorspann genannt werden.
Das Spiel gibt's auch in Russisch. Das ist cool. Ja, eine schöne neue Welt, die sich hier uns hier eröffnet. Mit viel Abgrund, viel, wie auch immer das nach oben heißt, fällt mir gerade nicht ein, macht nichts. Bäume, die überall wachsen und im Wind sich wehen lassen. Stimmt, ich kann nicht springen. Ich kann mich nicht ducken, ich kann nur geradeaus gehen in zwei Geschwindigkeiten. Langsam und schnell. Und da schon langsam für die meisten ja zu langsam ist, gehe ich schnell. Hier um die Ecke rum und hoffe, dass ich hier heil rüberkomme. Jupp, überlebt. Prostis. Jetzt ist der Punkt weg, jetzt ist der Punkt da. Okay, ich bin anscheinend hier oben. Und das alles droht sich mir noch an. Ich glaube, ich bin jetzt von hierher gekommen, ne? Egal. Zurück geht's auf jeden Fall nicht. Wie auch immer der Typ jetzt hier weggekommen ist. Und hier ist ein Zaun, damit man beim Spiel nicht runterfällt. Das ist ja die Stadt seiner Kindheit und gleich redet bestimmt wieder einer. Während ich ihn mit dem Satz stecke. Hi, Ziege. Ja, weiß ich. Habe ich mir gedacht, dass ich den ja. Okay, wenn ich mich nicht täusche, geht es da weiter. Deswegen ich mache hier hoch. Mama, it's me. I'm back. Oh, Andre, I missed you. Is something wrong? Were the people in the city cruel to you? Don't worry, Mama. Mr. Raul, the office manager, and the staff played some mean tricks on me before they finally sent me away, but look on the bright side, I'm home again. Come in, yeah. My boy. Soon, Mama. I'll go and see Daniela and my old friends first. I want to say hi to them right away. You Yay. Go and see your friends, but be quick. I made yeah. your favorite, Sir Male. Don't be long. Okay, Ma. Yay. Dem Weg muss ich jetzt folgen, ja? Erstmal die Freunde begrüßen. Alec, are you there? I remember this voice. Andre, it's been so long. How have you been? It was tough in Bucharest, so I decided to return home. How are you? I'm good. A few days ago, my brother left the village for university. He's now staying in Craiova. I'm excited for him, but I hope he'll return when he graduates. How's Nikolai? How's Vasile? I've missed you guys. We miss you too, bud. Are you going to see them now? Yes, I'm on my way to them right now. I'll see you again later. Okay, gehen wir da hin und checken mal die ganzen Häuser hier ab. Die kennen sich wahrscheinlich alle zu Genüge, dass sie zocken los. Was erwartet mich hier? Nicht. Auch schön. Nikolai, it's me. Oh, hi, Andre. It's good to see you. How come you're back? Things didn't work out for me in Bucharest. I decided to return home. I've just arrived and wanted to stop by and say hi. Hi. I'm visiting all my old friends. We'll talk again soon. Der hat dir jetzt nicht so viel zu sagen gehabt. Na gut. Irgendwie komisch, dass die alle nur in Erinnerungsschatten dabei sind. Warum hängt da einer? Who is it? Who's there? It's me, Andre. I'm home. Oh, hi, Andre. Good to see you again. What brings you back here?
Well, city life was a little hard for me. I decided it's best to come back home and live out the rest of my life in the village I love. Good, good. A smart decision. City people can be hard-hearted and cruel. It is impossible for people like us to understand them. Why don't you come into my palatul? Thank you, Vasile. I will soon. I really want to see Daniela first. She'll be so pleased to see you. Catch you later. Later, sure. Vasile. Okay. Vielleicht muss ich auch da lang. Na, der ist schon wieder so Berg und so. Aber warum ist hier eigentlich ein... Warum hängt hier einer? Und hier so ein... Okay, das ist schon wieder geil, aber... Ein Gargoyle. So nennt man die Dinger doch, oder? Und hier hängt einer und keinen stört. Bei der Hütte war ich noch nicht, oder? Und es gibt auch keine Geschichte hier. Okay, gut, ja. Was haben wir denn jetzt hier? Daniel? Daniela! Andre! Yay! It's been too long! You're telling me? How are you? It must be strange being back in our small village after life in the big city. Not strange at all. It's just great. I feel great. And the best part, I can be closer to you. Why don't we go for a little walk? Sounds sweet. Let's do it. Okay. Let's go for a gentle walk. Okay. A slow pace through the countryside, outside the village. Das war ein unerwartetes Zwischensequenz. Mecker nicht. Ich gucke mir jetzt mal hier die Gegend an, denn ich habe keine Ahnung, wo die beiden hin links sind. Wohl einer davon bin ich ja wahrscheinlich. Oder es ist eine Zwischen... Also, dass wir einmal weg waren zum Studium, wieder zurückgekommen sind, uns gerade erinnern, was da passiert ist, wieder weggegangen sind und wiedergekommen sind. Und der Typ stört mich immer noch, der da hängt. Obwohl, Typ ist eine gute Frage, vielleicht war es auch eine Frau. Ich bin leider nicht so gut in Knochen, wie ich, dass ich das sehen würde. Ja, da soll Bones sich drum kümmern. Gut. Dann muss ich wahrscheinlich wirklich da lang, wo ich hier längs wollte. Und, ups. Eine schöne Kante runter. Hui. In dem Haus war ich noch nicht. Und hier gibt's auch nichts zu tun. Gut. Ja, dann bin ich aber gespannt, was mich die nächsten Stunden noch erwartet hier. Da ist zumindest das Gatter, wo sie gerade durch sind anscheinend. Und eine weitere Landkarte. The excitement of a walk with a sweetheart can make us forget everything. Even our mothers waiting at home. It is so hard to take responsibility over excitement. When we are young, love feels like a shot of strong tuica. Every time we forget our responsibilities, we resolve not to forget them again. It is hard for someone who hasn't seen his darling for years, especially when the relationship is so new and fresh.
The time when we believe we deserve them, and they deserve us. We are usually carefree in the early stage of a relationship. Darf ich jetzt laufen? Danke. Gut. Drei Schalter. 9 Möglichkeiten. Gefunden. Hätte mir das auch irgendwo getippt werden können? Keine Ahnung. Dumm. Und schon sind wir in einem bewaldeten Gebiet. So, do you want to tell me about your time in Bucharest? I'd rather not think about that now. It was all messed up. So, are you sorry you made me wait here? Maybe. Are you sorry you didn't come with me? Maybe, but our village kept me in good spirits while you were gone. So, you weren't in a terrible situation like I was. Not exactly. Okay. Ich gehe zu der Hütte in dieser wundervoll gemachten Gegend. Okay. Ja, das sieht so gut aus. Das könnte fast echt sein. Hier fehlt ein Schlüssel. Okay, gibt es hier irgendwo einen Stein, wo ich drunter gucken kann, wo ein Schlüssel steckt oder so? Oder gehe ich in die Richtung, wo die anderen beiden hingegangen sind? Und hast du den Schlüssel? Da ist auch keine Halskette um mit dem Schlüssel drin. Oh, wie schön. Schmetterlinge. Und ich latsche auch noch drauf. Da drin. Wieso suche ich jetzt hier den Schlüssel? Blumen, auf die ich nicht trete. Ich finde das so gut, dass ich einen Schatten habe. Seltsam ist, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe hier eine Türmatte übersehen, wo der Schlüssel drunter ist. Oder hier irgendwo was. Weil mir das so schön ins Auge springt, dass hier ein Schlüssel fehlt. Oder vielleicht ein auffälliger Stein. Hier hinten rum. Gut, vielleicht kriege ich den ja später nochmal. Oder die beiden da bringen mich auf die Idee, wo der ist. Erstmal gehe ich hier durch dieses Tor, was hier so unerwartet steht. Hallo Elson. Ihr habt hier nicht gesessen, weil der Schlüssel so geil funkelt, oder? Okay, wahrscheinlich darf ich noch mal zurück. Wahrscheinlich nicht. Gut, dann schaue ich mich hier noch mal um, wo die anderen. He who believes is happy. He who is suspicious is smart. We have the ability to choose to be either. Controlling our thoughts is difficult, but we always do what we please, whether consciously or subconsciously. If a man does not engage with the world, then he cannot fight to make things the way he would like them to be. He can only hope to be content with the way things are.
because all things must change, he will only achieve fleeting happiness. Fighting for change might be hard, but it brings constant satisfaction with life. Ja. Dem kann ich erstmal nur zustimmen. Auch wenn ich hier schön durch die Gegend jogge und ich gehe. Da gehen doch echt, wenn es sich irgendwie langsam anfühlt. Das sieht aus wie die Stadt. Wäsche, Fernsehen, alte Familienbilder. Und eine Gardine, die uns daran hindert, rauszugucken. Und ein Teppich an der Wand.